Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Botanica Reise ins Unbekannte. Joa, ich bin wieder dabei, etwas aufzunehmen und ich hoffe, ihr begleitet mich später beim Zugucken. So, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Ich gucke mal kurz. Ein Panda-Waschbär. Oh ja, sehr schön. Endlich mal ein Tier, das keine Fluchtinstinkte auslöst. Unter einer Hütte habe ich eine Art Nagetier gefunden. Es scheint, sich um eine Kreuzung aus Panda und Waschbär zu handeln. Da ich die Fachbezeichnung nicht kenne, werde ich es einfach Panda-Waschbär nennen. Ja, wollte ich sagen, nicht gerade sehr originell. Der Panda-Waschbär scheint harmlos zu sein. Er liegt entspannt im Gras inmitten von angeknabberten Eicheln. In seinen Tatzen scheint eine Art hölzerne Tafel zu halten. Er wird sie wohl erst fallen lassen, wenn ich ihm etwas zum Austausch gebe. Ja, Leute, und ich weiß nicht, irgendwie habe ich momentan immer Probleme mit meiner Aufnahme, denn ich habe einfach immer Probleme mit meinem, ja, mit meinem Audioaufnahmen, mit meiner Stimme. Denn irgendwie kriege ich das nie hin, dass da entweder so ein leichtes Rauschen ist oder so. Oder wenn ich das dann abstelle, dann ist meine Stimme zu knarzig. Und ich glaube, ich muss einfach mal so ein richtig gutes Mikrofon kaufen. Weil ich weiß einfach nicht, weil das macht mich irgendwann nochmal wahnsinnig. Ich hole mir mal kurz einen Hinweis. Ich kann die Rankenprobe mit den Skizzen in der Lehrhütte vergleichen. So, dann... Ach ja, genau. Ich erinnere mich... Hier hatten wir das zuletzt freigemacht, da können wir da jetzt mal reingehen und ein bisschen gucken. Die Lehrhütte. Ein Plakat. Königin Cassandra sieht nicht besonders freundlich aus. Ich halte mich besser von ihr fern. Findest du, dass sie nicht freundlich aussieht? Nur. Sie scheint Skizzen von einheimischen Pflanzen zu sein. Vielleicht ähnelt sie eine Skizze. Ähnelt ja, das kommt aber davon, wenn ich so schnell lesen möchte. Vielleicht ähnelt ja eine der Skizzen der seltsamen Ranke. Ich sollte diese Skizzen mit Sams Beschreibung von der Ranke vergleichen. Ich sollte durch die Streifen blättern, um die Skizze der Ranke zusammenzusetzen. Achso, ich muss jetzt, genau, die hier nachbauen. So. So, oder? Dann kommt so eine blaue. Eine geschlossene. Na gut, dies kann man als halb offen bezeichnen. Ja, dann würde ich da das hier sagen. Genau. Dann kommt diese. Korrekt. Dann kommt das blaue Band. Yep. Dann kommt aber eine schon etwas offene. Okay, das blaue Band scheint ja dann nicht richtig zu sein, oder? Ja, die, das, das stimmt ja aber auch alles. Also von den Dingern hier unten wird das so passen. So. So. So, von den Dingern passt das jetzt hier, aber nicht von der Blume. Aber ich kann das nicht genau erkennen. So ist es doch richtig, oder? Oder ist sie ein bisschen... Nee, das kann nicht sein. Aber dies ist ja auch nicht... Fange ich denn von der richtigen Seite an? Ach, das werde ich ja wohl noch hinkriegen. Ach Gott, ich... Ja, so ist das halt mit mir, ne? So nicht, so nicht, so nicht. So, das muss die hier sein. So. Ah, da könnte es natürlich... Gibt es natürlich einen Unterschied, das sind nur zwei Bänder. Okay, das kann gut sein. Dann kommt die blaue. Dann kommt diese, yep. Dann kommt diese, ja. Dann kommt ein blaues Band mit drei... Dann kommt eine gelbe Blume. Dann kommt hier ein blaues Dingelchen. Oh, geschafft. Ah, siehste, geht ja wohl doch. Formel für Rankenvernichter. Auf diese Weise kann ich die Ranken vernichten. Ich muss jetzt ein paar Gelbnüsse sammeln. Und eine Schnitzerei. Weißes Tuch.
Oh, hier ist eine Skizze. Die Soldaten sind nicht sehr beliebt bei den Kindern. Das steht fest. Oh, anscheinend nicht. Noch was übersehen? Anscheinend nicht. Kann ich die jetzt entfernen? Anscheinend nicht. Jetzt habe ich ein Tuch. Mit diesem Tuch kann ich bestimmt irgendwas machen. Nur was? Nee, hier nicht. Kann ich das nass machen? Nö. Das ist natürlich blöd, wenn ich jetzt schon länger... Ich habe schon länger nicht mehr Botanica gespielt. Ah, ja. Dann muss ich die alle runterschieben. Ah, ja, sehr gut. Dann gehen wir mal zum Waldweg. Na, wachen. Still no sign of the Outlander? Alright, let's get moving. The Queen will want a full report. Tagebuch. Soldaten, ich zittere immer noch. Beim Pfad traf ich auf einige Soldaten. Sie trugen antik wirkende Rüstung, fast wie griechische Soldaten. Zum Glück habe ich mich schnell genug geduckt, bevor sie mich sehen konnten. Sie erwähnten, dass sie nach einem Fremden suchen. Suchen sie nach ihr oder nach mir? Ich weiß, dass Königin Cassandra alle Neuankömmlinge verfolgt. Doch sie können doch eigentlich nicht von mir wissen, oder? Ah, wäre ich mir nicht so sicher. So. Zurück zum Dorf. Huch. Der Haken hat sich durch Ziehen am Schlüssel gelockert. Der Haken fällt fast vom Baum. Hier ist dieser Stier. Ich erinnere mich an das Bild. Das Äußere kann manchmal täuschen. Zum Glück habe ich heute nichts Rotes an. Das muss ich bestimmt irgendwie rot färben. Was steht denn im Buch? Direkt vor dem Stier steht ein Baum, an dem leuchtend gelbe Kokosnüsse wachsen. Das sind die Früchte, die in der Zeichnung mit der Formel zu sehen sind. Okay, ja, stimmt da oben. Hier ist der Dings. Oh, wir haben zwar schon ein Tuch, aber das ist noch nicht rot gefärbt. Dann gucke ich mal kurz, wofür wir den Schlüssel gebrauchen können. Das weiß ich ja leider auch nicht mehr. Das ist zugenagelt. Wohl eher nicht. Wo war denn hier eine Truhe oder irgendwie was Abgeschlossenes? Da. Einen Hammer. Any luck finding the spare part? Nein, noch nicht. Okay, jetzt haben wir einen Hammer. Ach, zugenagelt. Vielleicht kriege ich jetzt diese Box auf. Ich doch gleich mal. Yep. Sehr schön. Da haben wir rote Früchte. Ah, da kommen wir der Sache schon näher. Und ein Feuerzeug. Diese roten Früchte werden wir jetzt mal in diesem Häuschen hier in der Kochhütte schneiden. So, jetzt kann ich die nehmen. Ich denke jetzt einfach mal hier rein. Okay, erst muss das Wasser aufgekocht werden. Machen wir das an. Die rein. Jetzt ist das Wasser nämlich schön rot. Dann einmal das Tuch da rein. Und neuer Gegenstand, rotes Tuch. Sehr schön. Jetzt können wir ein bisschen mit dem Spear Torero spielen. Der Haken sitzt so locker, das Tuch fällt immer herunter. Dann hauen wir den nochmal fest. Und haken es jetzt ran. Wir machen uns das Tier zu nutzen und holen die Früchte runter. Her damit. Ich habe eine Probe für meinen Botanikerkoffer gefunden. Sehr schön. Gucken wir gleich mal rein. Ich muss die Früchte verteilen, bis ich 4 gleiche Portionen erhalte. Die gleiche Portion und so, jetzt fehlt nur noch da. Scheiße.
Ja, das hat sie auch gebracht. So nicht. So schon eher. Ah, ne, das ist zu wenig. So. Jetzt ist da zu viel drauf. Hier, wo könnte denn noch eine... Nee, das ist ja Blödsinn. So. Wenn ich die Dame tausche, dann ist das zu viel. Okay. Das scheinen ja die Leichten hier zu sein. Ja, das geht ja wohl eher nicht. Also die mit zwei Dingern sind immer noch... So geht es. Jo, das wird mal wieder ein bisschen dauern, aber kein Problem. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, das bringt nichts, wenn ich die untereinander so tausche. Zu viel. Also hier muss so eine große mit... So eine. Das... Zwei so eine. Dann die hier. Die und die. Und die. Das muss so sein. Das geht schon mal nicht anders. So. Hier sind diese drei drauf. Es geht ja nicht anders, es muss ja so sein. Außer so. Nein, hier müssen... So. So, das muss richtig sein, es geht nicht anders. So und so. Ach nö, so leider nicht. Aber es geht doch nicht anders. Egal, was ich hier für eine Kombi raufpack. Ja, ich kann ja die da nochmal raufpacken. So, dann muss die aber runter. Guck mal, und es ist einfach zu viel. Und wenn ich die da raufpack... Okay, ich war jetzt schon die ganze Zeit falsch. Allein schon, weil ich immer dachte, dass dieser Balken da noch zu sehen sein muss. Dieser weiße, den man hier immer gesehen hat. Ja, gut. Kann passieren. Ist ganz schön blöd. Aber ich habe es ja durch Zufall dann doch gelöst. Oh Gott. Gut, dann werden wir jetzt erstmal die Ranken vernichten gehen. Ja, herrlich. Weg damit, weg damit, weg damit, und weg damit. Wow, you did it, Ellie. The spare parts must be in there. Oh no, the sun is setting. I need to find Eddie and prepare him for flight. Could you find the parts instead? I'll see you on the steamboat, Ellie. Bis denne. Finde ich so komisch, dass sie hier Ellie heißt. Ich habe ja gerade The Last of Us durchgezockt. Und da heißt sie auch Ellie. Schon lustig. Ja, das lockt. Ich glaube, das hatte ich schon. Ja, das hatte ich schon durchgelesen. Dann gehen wir mal ins Flugzeug hinein. Was haben wir denn hier? Ich sollte die Liste mit den Ersatzteilen hier ablegen, damit ich weiß, wonach ich suchen muss. Okay, ein Wimmelbild. Diesmal mit nur den Sachen, die wir sammeln müssen, ohne Wörter. Aber ich sehe schon, da ist das.